zum Tagesordnungspunkt 5 neu, ehemals Tagesordnungspunkt 7. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12.338. Die Blockadehaltung des Bundesfinanzministers muss ein Ende haben. NRW muss jetzt zum Vorreiter im Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien, insbesondere von multinationalen Konzernen, werden. Ich weise hin auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksachennummer 12.427. Ich eröffne die Aussprache, und Herr Kollege Schulz hat für die Piraten das erste Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber eben auch dieser Antrag, wir hatten ja schon einen, geht so ein bisschen in Richtung Kritik am Bundesfinanzminister, und das aus gutem Grund. Laut EU-Kommission entgehen dem Fiskus in den EU-Staaten alleine wegen struktureller Steuervermeidung von Konzernen 50 bis 70 Milliarden Euro jährlich. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt im Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien von Konzernen keineswegs eine Vorreiterrolle ein. Vielmehr war es gerade der Bundesfinanzminister bei den Verhandlungen der EU-Finanzminister, der darum bemüht war, das sogenannte Country-by-Country-Reporting einzuschränken. Dies ergeben die Verhandlungsprotokolle der Bundesregierung. Bei dem Country-by-Country-Reporting handelt es sich um länderspezifische Bilanzen für multinationale Konzerne, aus denen ersichtlich wird, wie viel Geld in welchem Land verdient wurde und wo es demnach ertragssteuerlich zu versteuern ist. Es ist somit ein zentrales Element gegen aggressive, unter anderem gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien von Konzernen und für mehr Steuertransparenz. Mit dem Country-by-Country-Reporting lassen sich Tricks wie bei Google und Amazon verhindern, die ihre Gewinne über Tochterunternehmen in Europa verteilen, um so ihre Steuerlast zu minimieren. Eine Einbeziehung solcher Tochterfirmen lehnte Deutschland in den Verhandlungen jedoch vehement, vertreten durch den Bundesfinanzminister Dr. Schäuble, ab, sofern die Muttergesellschaft solcher Konzerne nicht selbst zu berichten verpflichtet ist. Im Ergebnis hätte das dazu geführt, dass die Tochterunternehmen von Konzernen, die ihren Sitz in den USA haben, wie zum Beispiel Google und Amazon, keinem verpflichtenden Reporting unterworfen gewesen wären. Zum Glück stand Deutschland bei diesem Versuch, ein länderspezifisches Berichtswesen zu verwässern, in den Verhandlungen alleine da. Alle anderen EU-Finanzminister widersetzten sich dem deutschen Finanzminister und beschlossen, dass auch Tochterfirmen unter die Berichtspflicht fallen. Allerdings müssen sie ihre Angaben im Gegensatz zu Muttergesellschaften erst für 2017 machen. Bundesfinanzminister Schäuble ist aber nach wie vor bestrebt, den Transparenzgewinn und die Wirksamkeit des Reportings auszuhöhlen. So sträubt er sich zum Beispiel gegen die Pläne der EU-Kommission, länderspezifische Berichtspflichten der Konzerne auch öffentlich zugänglich zu machen. Dies halten wir Piraten allerdings für unerlässlich. Für die Effektivität und Funktionsfähigkeit des Country-by-Country-Reporting ist die öffentliche Zugänglichkeit von elementarer Wichtigkeit. So war es wegen bereits heute geltender Veröffentlichungspflichten für den Bankensektor möglich zu erkennen, dass britische Investmentbanken trotz massiver Gewinne kaum Steuern im Vereinigten Königreich zahlen. Nur wenn die Öffentlichkeit, etwa Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen, auch Whistleblower, den vollen Zugriff auf Country-by-Country-Reportings haben, ist ausreichende Transparenz hergestellt, um sicherzustellen, dass aggressive Steuervermeidungsstrategien von Konzernen aufgedeckt werden können. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens und damit auch wir können nicht weiter zusehen, wie der Bundesfinanzminister trotz anderslautenden öffentlichen Gebaren beim Schließen solcher Steuerschlupflöcher in Europa mit dem Fuß auf der Bremse steht. Eine ähnliche lethargische Haltung erkennen wir des Weiteren beim Kampf gegen weitere Vermeidungsstrategien. So erkennen wir keinen Fortschritt in der Eingrenzung der Steuervorteile hinsichtlich sogenannter Lizenzboxen. Wir erkennen keine durchgreifenden Veränderungen beim Drehen an der Schraube des Körperschaftssteuergesetzes. Wir erkennen keine nachhaltigen Bemühungen zur Eindämmung der Möglichkeiten, Grunderwerbsteuer zu umgehen. Und wir erkennen keine nachhaltigen Bemühungen zur Eindämmung von Sitzverlagerungen ins europäische oder Offshore-Ausland,
hin zu sogenannten internen Steuerparadiesen. Die Piratenfraktion fordert daher einen klaren Appell des Landtags Nordrhein-Westfalen an den Bundesfinanzminister, seine Blockadehaltung im Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien aufzugeben. Darüber hinaus fordern wir die Landesregierung auf, sich gegenüber dem Bundesgesetzgeber sowie gegenüber der Europäischen Kommission konsequent für die Schließung von Steuerschlupflöchern und die rücklaglose Bekämpfung von Steuervermeidungsstrategien einzusetzen und, soweit es möglich ist, Herr Finanzminister, so Sie es hier an diesem Pult schon einmal gesagt haben, dieses notfalls auch im Alleingang durchzuziehen. Wir danken im Übrigen der SPD und der Bündnis 90 die Grünen für den Entschließungsantrag, der im Wesentlichen unseren Antrag wiederholt. Sie hatten uns ja eingeladen, Ihrem Entschließungsantrag beizutreten. Wir haben dies aus einem Grunde nicht getan. Wir vertreten nach wie vor nicht die Auffassung, dass der Ankauf von Steuer-CDs, so wie es durchgeführt worden ist und so wie es auch noch angekündigt durchgeführt werden soll, der richtige Weg ist, das alles durchzusetzen, was wir unter transparenter Vermeidung von Steuerschlupflöchern verstehen. Deswegen haben Sie bitte Verständnis, wenn wir uns hinsichtlich Ihres Entschließungsantrags enthalten und werbe für die Zustimmung zu unserem im Übrigen überwiegend gleichlautenden Antrag. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schulz. Für die SPD spricht Herr Kollege Zimpfald. Ich muss zugeben, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es mich persönlich ein Stück weit irritierte, dass ich hier in der zweiten Debatte hintereinander eine weitgehende inhaltliche Übereinstimmung mit Herrn Schulz und der Piratenfraktion feststellen kann. Aber das kann ja nicht schädlich sein für alle. Deswegen auch nur noch mal der Hinweis, dass wir diesen Antrag, diesen Entschließungsantrag, der sehr bewusst in vielen Fragen wortgleich war, vorgelegt haben, um hier zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zu kommen, eben wegen dieser inhaltlichen Übereinstimmung, aber auch wegen eines zweiten Punkts. Nicht nur die Steuer-CDs, die wir zur Verfolgung von Steuerhinterziehern, von Steuerbetrügern, von Kriminellen weiterhin für notwendig und für ein nicht verzichtbares Mittel halten. Da machen Sie den Unterschied inhaltlich klar, dass wir da noch weitgehender sind in der Bekämpfung von Steuerkriminalität als Sie. Es gibt noch einen zweiten Punkt, und das ist die berühmte Frage, wer hat es erfunden, Herr Schulz? Erfunden hat es, was die Bekämpfung der Steuerkriminalität geht, zumindest in den Fragen, die wir hier diskutieren, nicht die Piratenfraktion, sondern in erster Linie der Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans. Und das haben Sie in Ihrem Antrag ein Stück weit unter den Tisch fallen lassen. Und auch deswegen haben wir diesen Entschließungsantrag vorgelegt, um auch das noch mal deutlich zu machen. Aber Sie beschreiben ja ein richtiges Muster von Herrn Schäuble und der Bundes-CDU. Da schlägt ein Skandal auf wie Panama Papers und Luxemburg Leaks. Zunächst wird ein solcher Skandal dann von der CDU kleingeredet, ist alles nicht so schlimm, ist so nicht so ein großes Problem, können wir mit Zitaten nachweisen, auch wenn der Kopf geschüttelt wird. Als nächstes wird dann entdeckt, die Öffentlichkeit reagiert, dann wird hektisch ein 10-Punkte-Programm zusammengestellt, um ein bisschen zu simulieren, als dass man tut. In diesem 10-Punkte-Programm werden aber alle Lösungsmöglichkeiten an die EU abgegeben, damit man nicht selbst handeln muss. Und in der EU, und da beschreiben Sie den Skandal vollkommen zu Recht, wird dann noch dafür gesorgt, dass die eigenen Vorschläge aus dem 10-Punkte-Programm wieder einkassiert werden. Das ist das Muster der CDU, und das ist ein Skandal, weil es Steuersünder beschützt. Und deswegen teilen wir Ihre Kritik. Die CDU setzt ja in dieser Frage darauf, dass die Öffentlichkeit solche Vorgänge dann wieder vergisst. Und deswegen ist es Verdienst Ihres Antrages, wie gesagt, den wir weitgehend inhaltlich teilen, dass diese Frage auch wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit gesetzt wird, wir hier darüber diskutieren können. Und für uns bleibt die Bekämpfung der Steuergerechtigkeit eines unserer Hauptthemen. Das wird dabei bleiben. Ich komme noch mal auf den Punkt, wer hat es erfunden? Norbert Walter-Borjans hat die Bekämpfung von Steuerkriminalität und den Kampf für Steuergerechtigkeit in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt, häufig auch kritisiert von der Opposition, insbesondere von der CDU, als die Piraten noch nicht hier waren. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird das auch noch in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen, wenn die Piraten nicht mehr hier sind. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Zimkeit. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Dr. Obtendrenk. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, der Kollege Zimkeit hat sich eben versprochen, als er gesagt hat, Bekämpfung von Steuergerechtigkeit. Ich glaube, das sollte dann im Protokoll doch, das unterstelle ich Ihnen wirklich nicht, das sollte doch korrigiert werden. Aber der vorliegende Antrag der Piraten ist schon ein ziemlich plumper Versuch, jetzt die Bemühungen des Bundesfinanzministers im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu diskreditieren. Das hilft in der Sache nicht weiter. Es soll einen Debattentagesordnungspunkt bringen und vielleicht wollen Sie damit in die Nähe der SPD kommen, die den gleichen Pappgegner jeweils aufbaut, wie Herr Zimkeit das gerade auch getan hat. Jetzt fliehen Sie schon, wie auch der Landesfinanzminister das ja sehr, sehr gerne tut, in internationale Steuerdiskussionen. Sie sollten sich gemeinsam mit uns weiterhin, und es wäre gut, wenn der Finanzminister in den nächsten Monaten das auch verstärkt täte, um die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung, um den Landeshaushalt, um die mittelfristige Finanzplanung und die Zukunft des Landes Nordrhein-Westfalen kümmern, anstatt in der Weltgeschichte rumzujetten und so zu tun, als hätte das was mit Weltpolitik zu tun. Sie haben als Piraten einen gemeinsamen Entschließungsantrag der anderen vier Fraktionen zum Thema Zukunft der Finanzverwaltung leider nicht unterstützt. Das finde ich ausgesprochen bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir als Parlament insgesamt das getan hätten. An der Stelle finde ich es ausgesprochen wichtig, dass wir in der Gemeinsamkeit auch der Finanzverwaltung Rückendeckung geben. Ich will da an der Stelle ausdrücklich sagen, da hat der Finanzminister sicherlich breite Unterstützung für die Beschäftigten verdient. Und ich finde es richtig, dass die Landesregierung an der Stelle auch im Nachtragshaushalt und in den weiteren Haushaltsberatungen da erste Schritte macht, um das umzusetzen. Wir sollen ja nicht nur kritisieren. Umso wichtiger ist aber, Herr Schulz, dass am 21. Juni 2016 unter maßgeblicher Federführung des Bundes europaweit und auf der Basis auch der OECD Steuervermeidungsbekämpfungsvorschriften in Gang gesetzt worden sind, und zwar nach 5 Monaten Beratungszeit, was nun wirklich nicht lang ist für internationale Entwicklungen. Und ich glaube, da sollte man jetzt auch mal sagen, solche Entwicklungen, wie sie jetzt gekommen sind, die haben wir uns alle gewünscht, und die sollte man auch nicht kleinreden. Und wenn Sie der Meinung sind, an irgendeiner Stelle müsste noch was anderes sein, kann man darüber reden. Aber jetzt einfach so zu tun, als wäre da der Pappkamerad in Berlin, auf den man mal eindreschen könnte, und hier wären alle Piraten auf einmal die Schlauesten, das passt, glaube ich, an der Stelle überhaupt nicht. Der Landesfinanzminister hat die gleiche Masche. Der Landesfinanzminister erzählt uns auch immer, wahrscheinlich gleich auch wieder, der Herr Schäuble sei ja eigentlich ein ganz netter Mann, aber eigentlich sei er nicht konsequent und würde nur verbal das alles vortragen und nicht machen. Da hat der 21. Juni 2016 ja Sie gerade das Gegenteil belehrt. Was Sie allerdings tun sollten, bevor Sie dann auf andere zeigen, Herr Minister, ist, dass Sie sich noch mal überlegen, wer denn Ihre Verbündeten sind, mit denen Sie sich um die Bekämpfung von Steuerkriminalität wirklich verbünden. Und da haben Sie ja den Herrn Tsipras im Januar in Athen besucht. Und Sie haben sich dann so in staatsmännischer Pose mit Ihrem neuen Athener Freund in die Kamera gezeigt. Das sei Ihnen herzlich gegönnt. Das ist auch etwas, was Sie mal auch gerne haben wollen, wenn Sie ansonsten so Schwierigkeiten mit dem Landeshaushalt haben. Das verstehe ich ja sogar. Sie haben aber sich nun erkennbar nicht sorgfältig auf diesen Auftritt vorbereitet, denn sonst wäre Ihnen aufgefallen, dass Ihr sehr erfahrener Parteifreund Joachim Post bereits im Mai 2015 eine beißende Kritik an der von Herrn Tsipras geführten Partei Syriza in Griechenland veröffentlicht hat. Und ich zitiere mal aus dem, was Herr Post damals erklärt hat. Zitat, das ist die Fortsetzung der jahrzehntelangen Vetternwirtschaft des Klientelismus und der Korruption, durch die Griechenland erst in diese Situation gekommen ist. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht der Syriza-Wähler, denen eine gerechte Besteuerung versprochen wurde. Dieser Vorgang zeigt nur einmal mehr, wie seine Reden und sein Handeln am Ende auseinanderklaffen. Und der Schlusssatz von Herrn Post lautet, Syriza, also die Partei Ihres neuen Freundes, verkommt zur Schutzmacht von Steuerkriminellen. Zitat Ende. Herr Minister, es wäre gut, bevor Sie sich dann wie hier in staatsmännischer Pose da zeigen, ja, dass Sie sich zunächst mal damit beschäftigen, wer denn Ihre Freunde sind. Ich glaube, Herr Schäuble, die CDU, CSU sind das an der Stelle sehr viel mehr als Ihre neue Gyros-Connection.
Und dann wäre es ganz gut, wenn Sie nicht noch am Wochenende jetzt bei dem vor Ihnen liegenden Treffen dann möglicherweise auch noch Herrn Varoufakis einen Beratervertrag anbieten. Wenn Sie also glaubwürdig an dem Thema Bekämpfung von Steuerhinterziehung arbeiten wollen, dann suchen Sie sich als Piraten, aber auch als Landesfinanzminister seriöse Partner. Ich empfehle Ihnen ausdrücklich Herrn Schäuble. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Opfendrenk. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Herr Kollege Abel. Ich verkneife mir jetzt zu fragen, wie viel Uso seiner Rede vorausgegangen ist. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück aus dem warmen Griechenland. Ich verkneife mir jetzt die Frage, wie viel Uso denn der Rede jetzt vorausgegangen sind. Aber über die Begrifflichkeit Gyrus Connection habe ich schon ein bisschen gehustet, lieber Markus Opfendrenk. Und ich habe auch etwas schlucken müssen, ganz ehrlich, als Sie wieder versucht haben wegzuwischen, dass das Thema Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Steuerflucht hier quasi gar nicht zu suchen hätte, weil das ja auf internationaler Ebene alles getan werden müsste. Da kann man nur auch noch mal an die Debatte erinnern, die wir hier in diesem Hause zu Panama Papers geführt haben. Es gibt sehr wohl nationale Möglichkeiten und Mittel, beispielsweise ein Transparenzregister, was öffentlich zugänglich ist, wo der Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble sich mit allem, was ihm zur Verfügung steht, dagegen wehrt, das hintertreibt. Und so ist das bei vielen anderen gesetzlichen Regelungen, die von der Europäischen Union kommen, die versucht werden, auf europäischen Gipfeln zu verhindern. In diesen Tagen hört man ja immer wieder, jetzt wo die Briten weg sind, sind ja die größten Bremser hin für Steuerregulierungen, für einheitliche Steuergesetze. Aber da muss man sagen, Vorsicht! Die Bremser sind immer noch da. Die Bremser sitzen nämlich ganz oft im Bundesfinanzministerium. Sehr oft stimmt Deutschland mit Malta, mit Zypern, mit anderen Steueroasen ab, wenn es beispielsweise darum geht, die Unternehmenssteuersätze in Europa zu harmonisieren. Wenn es beispielsweise, wie eben erwähnt, darum geht, ein Transparenzregister einzuführen. Und wenn wir dann im Haushalt und anderen über die Kosten, die entstanden sind für Integration der Leute, die zu uns geflohen sind, wenn wir dann darüber reden und das mal in Relation setzen zu Schätzungen, beispielsweise von der Hans-Böckler-Stiftung, dass uns als Gesamtverbund jedes Jahr 100 Milliarden Euro Steuer verloren gehen durch Steuerhinterziehung, durch Steuervermeidung, dann kann man doch wirklich nicht so tun, nach den Debatten, die wir hier geführt haben und die vor allen Dingen in der Öffentlichkeit geführt werden, als hätten wir damit nichts zu tun. So einfach geht es dann auch nicht, lieber Kollege Markus Opfendrenk. Ich möchte noch mal darauf eingehen, weil der Kollege Schulz, der darauf hingewiesen hat, dass es eine hohe Übereinstimmung gibt, ja in der Tat. Ich verstehe nicht, warum jetzt ausgerechnet bei dem Punkt des Ankaufs der Steuer-CDs, warum Sie da immer noch auf einem Stand sind, quasi vor den 2000er Jahren. Es hat doch dazu geführt, dass in einem Datensatz, den das Land Nordrhein-Westfalen erworben hat, rauskam, dass beispielsweise die Commerzbank Geschäfte mit der viel genannten und viel diskutierten Kanzlei in Panama, die quasi industrieartig Briefkastenfirmen angemeldet hat, Mossack und Fonseca heißen die, glaube ich, in diesem Datensatz waren Geschäftsbeziehungen zwischen der Commerzbank und dieser Kanzlei enthalten. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat das an die BaFin gemeldet. Und dann ist das ein Beleg dafür, Herr Kollege Schulz, eigentlich für Ihre These, dass die Bundesregierung überhaupt nichts unternommen hat, dass die BaFin eigentlich nur stumpfe Schwerter in ihrem Arsenal hat. Und das Einzige, was jetzt seit den Enthüllungen von Panama Papers passiert ist, dass angekündigt wurde, die BaFin will sich jetzt genauer Betriebsabschlüsse anschauen. Da kann ich nur wirklich sagen, so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen hier Maßnahmen, wie wir sie auch in unserem Entschließungsantrag skizziert haben. Denn wir haben seit der Veröffentlichung der Panama Papers nicht nur eine öffentliche Debatte, sondern wir haben auch den Fokus der Welt, die ganze Weltöffentlichkeit, auf das Unwesen, was durch Briefkastenfirmen weltweit angerichtet werden kann. Es geht um Drogenkriminalität, es geht um Terrorismusfinanzierung und es geht eben auch um Steuerhinterziehung. Und es ist gut, dass das Licht der Öffentlichkeit darauf fällt, denn dunkle Geschäfte scheuen diese Öffentlichkeit. Aber es muss dann auch darüber gesprochen werden, was diese Bundesregierung alles blockiert hat.
Die Bundesregierung hat auf der EU-Ebene zum Beispiel massiv gegen die Einführung des eben erwähnten Transparenzregisters gekämpft. Die Bundesregierung hat aktiv die Meldepflicht, die mit der schwarzen Liste hat, wo Steueroasen gemeldet werden sollen bei der EU-Kommission. Die Bundesregierung hintertreibt das aktiv, indem sie kein einziges Land gemeldet hat. Als einziges Land in Europa hat die Bundesrepublik kein einziges Land auf die schwarze Liste setzen lassen. Und das zeigt auch, das reiht sich dann ein, dass die Große Koalition Gesetzesinitiativen im Bundestag zum Whistleblower-Schutz und auch zu der Anzeigepflicht für Steuergestaltung nicht mitgetragen hat. Kurzum, wir müssen hier handeln. Der Bund ist hier in der Pflicht. Wir haben vieles von dem übernommen in unserem Entschließungsantrag und bitten um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Witzel. Und Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja schon bemerkenswert, hier so beobachten zu können, wie wechselseitige Schuldzuweisungen durch den Plenarsaal fliegen von der einen Seite zur anderen zwischen Land und Bund und wo es dann die jeweilige Seite an Selbstkritik auch vermissen lässt, so wie bei meinem Vorredner, der vieles hier vorträgt zu Briefkastenfirmen, was man auch durchaus diskutieren kann, aber kein einziges kritisches Wort über die Rolle, die die landeseigene WestLB in diesem Bereich gespielt hat, was Cum-Ex-Ermittlungen dort ausmachen, was die regelmäßigen Nachfragen der Opposition zum Komplex Briefkastenfirmen und Cum-Ex bei dieser Landesregierung ergeben haben, wo man lange, lange Zeit sehr wenig Konkretes zu den Dingen gehört hat, bis sich irgendwann auch hier in Ermittlungen Näheres konkretisiert hat. Herr Kollege, das Witzel, hätte, Entschuldigung, glaube ich, zum vollständigen Sie, Bild mit dazu gehört. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Abel würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, da Sie es gerade selber angesprochen haben. Könnten Sie denn auch noch mal für das Haus darstellen, in welchen Zeitraum diese Geschäftsgebaren gefallen sind? Die Geschäfte liegen etliche Jahre zurück. Herr Kollege Abel, ja, die Briefkastenfirmen, die die WestLB über Jahre und Jahrzehnte unterhalten hat, sind Frau Beer, die haben alle unterschiedliche Daten. Da könnte Ihnen am präzisesten Herr Steinbrück eine Auskunft zu erteilen, weil ein großer Aufbau des Offshore-Geschäfts der WestLB in seiner Zeit stattgefunden hat. Insofern hat sich das über einen Zeitraum von bestimmt 10 Jahren und unterschiedliche Regierungen hingezogen. Es geht ja um die Frage der Aufklärung. Und die Fragen haben wir ja alle in dieser Legislaturperiode dazu gestellt. Und ja, weil es da entsprechende Anhaltspunkte in der Debatte gab, wo die Dinge vorgetragen worden sind. Und Sie wissen, Herr Finanzminister, dass das Thema Cum-Ex mit seiner Betroffenheit für öffentliche Institute wie für private in den letzten Jahren hier erst zum Thema geworden ist und dass die Jahre vorher in dieser kritischen Reflexion viele soweit nicht befasst hat. Und deshalb, glaube ich, haben wir zum richtigen Zeitpunkt, um die Frage des Kollegen Abel zu beantworten, hier die nötigen Fragen auch gestellt. Und zu unterschiedlichen Themen, Cum-Ex wie Briefkastenfirmen, sehr lange Zeit sehr viel Allgemeines und sehr Ausweichendes gehört und nehmen jetzt die weiteren Ermittlungen mit Interesse zur Kenntnis. Und deshalb gibt es noch mehr Unterschiede in dem Antrag von Herrn Schulz und dem, was von der Koalition heute vorliegt. Herr Schulz, das haben Sie nämlich ganz galant verschwiegen, hat nicht nur die Frage zu Recht angesprochen, ob es denn richtig ist, dass man Menschen dazu ermuntert, Straftaten zu begehen, um vielleicht an Informationen zu kommen, was auch wir für einen ausgesprochen problematischen Weg halten, wie es hier auch vorgetragen worden ist, sondern er hat noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt angesprochen, was Steuergestaltungsfragen angeht, nämlich Share Deals und Grunderwerbsteuer. Da haben Sie ganz zufällig natürlich auch überhaupt nichts erwähnt, weil Ihre Strategie ja in Nordrhein-Westfalen genau die ist, dem einfachen Bürger, dem Häuslebauer
jetzt schon mit fast doppeltem Steuersatz die Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren in mehreren Stufen erhöht zu haben und umgekehrt, wenn das Land selber millionenschwere Liegenschaftsverkäufe tätigt an Hedgefonds, dann findet man natürlich immer Lösungen auch von Share-Deals, die man entsprechend so konstruiert, also auch an den Stellen, wo man es selber als Eigentümer in der Hand hat. Und das ist halt Ihre Doppelmoral an der Stelle und deshalb beziehen Sie natürlich auch hier nicht vollständig Stellung. Und ich kann nur sagen, für die FDP-Landtagsfraktion, für uns hat der Grundsatz des Steuerrechts, nämlich der Rechtsformneutralität der Besteuerung, hohe Bedeutung und deshalb ist das Thema, über das wir diskutieren, auch absolut angebracht. Wenn unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Unternehmensgrößen letztlich Einfluss darauf haben, wie man sich Besteuerung entziehen kann und wie man Besteuerung gestalten kann, dann hat das mit fairem Wettbewerb nichts zu tun. Der kleine Handwerker um die Ecke, der Bütchenbesitzer, der hat nicht die Gelegenheit, mal zwischen internationalen Standorten steueroptimierende Modelle zu finden. Wir sind in einer Marktwirtschaft für Wettbewerb. Wir sind auch dafür, dass derjenige, der besser, fleißiger, qualifizierter ist, vielleicht auch mehr erreicht als derjenige, der die Voraussetzungen nicht erfüllt. Aber der Parameter, der letztlich entscheidend sein sollte, wer sich durchsetzt im Wettbewerb, sollten nicht Fragen von Steuergestaltungsmöglichkeiten sein, die naturgemäß bei internationalen Konzernstrukturen anders ausfallen als beim Mittelstand und beim Familienunternehmer, der vor Ort oder in der Region seine Arbeit leistet. Deshalb ist die Diskussion absolut wichtig. Wir sehen mit großem Interesse, dass es in der Tat geglückt ist, innerhalb von einem vergleichsweise kurzen Zeitraum zu weitreichenden Verabredungen zu kommen zum Thema BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, dass es hier in der Tat auch einen Gesetzentwurf gibt der Bundesregierung, der eine Reihe von Maßnahmen auch in Umsetzung der OECD-Empfehlungen vorsieht, die schon im Fall ihrer Beschlussfassung einen großen Schritt darstellen und Veränderungen bedeuten im Vergleich zu der Situation, mit der wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu tun gehabt haben. Eine lange Liste von Maßnahmen, die es in den nächsten Wochen und Monaten weiter zu prüfen, diskutieren und zu bewerten gilt. Vieles ist neu an Aufzeichnungspflichten für Verrechnungspreise, länderbezogene Berichte, was hier zukünftig und Tax Rulings, was zukünftig hier beschlossen und auf den Weg gebracht wird. Insbesondere gibt es einen besseren Informationsaustausch, der sich ausdrücklich auch auf die Finanzkonten bezieht, nicht nur der EU-Staaten, sondern auch all der Drittstaaten, mit denen die EU in Vertragsbeziehung steht. Und die jetzt streitige Frage ist die, muss einer Finanzverwaltung das Datenmaterial vorliegen? Oder soll es auch allgemein transparent, öffentlich verfügbar sein? Und diese sollten wir, glaube ich, ganz pragmatisch und unideologisch beantworten. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, obwohl Ihre Redezeit jetzt gerade auch abläuft. Aber Herr Kollege Schulz würde Ihnen gerne noch eine Zwischenfrage stellen. Ja, immer gerne. Ja, vielen Dank, lieber Kollege Ralf Witzel, dass Sie die Zwischenfrage noch zulassen. Es wurde ja gerade von Ihnen erwähnt, ein umfangreiches Gesetzespaket, Gesetzentwurf vor dem Hintergrund der Empfehlungen der OECD. Sehen Sie oder teilen Sie mit mir gegebenenfalls die Befürchtung, dass vor dem Hintergrund der Unwägbarkeiten, was den Brexit angeht, derartiges erstmal noch weit in die Zukunft geschoben werden könnte? Also zur Frage des Brexits, der wird viele Probleme aufwerfen in den nächsten Wochen und Monaten, an die wir heute noch nicht denken und sicherlich auch gerade im Finanzbereich vieles erschweren. Ich glaube auch für die Briten, weil außerhalb der EU der Finanzplatz London nicht mehr so interessant sein wird, wie es die letzten Jahre war. Er wird aber natürlich, wenn es europäisches Recht gibt und Großbritannien sich dem nicht mehr unterwerfen will, für den Finanzplatz London, genauso wie es Schwächungen bedeutet, wie Behörden und Unternehmen dort sich zurückziehen werden, natürlich auch für die, die vielleicht andere Dinge vorhaben, neue Gestaltungsoptionen offenbaren. Und deswegen ist die Entscheidung in Großbritannien zu bedauern, aus einer europäischen Perspektive heraus. Das wird jetzt gründlich im Blick zu behalten sein, was sich hier für neue Gestaltungsoptionen
Gelegenheiten ergeben und in welchem Umfang die genutzt werden. Das, was für mich aber bei Ihrer Frage das Entscheidende ist, wenn ich es auf den Antrag beziehe, ist, dass wir den Informationsaustausch auf Behördenseite haben. Ich glaube, das ist ein riesiger Fortschritt. Ob all das auch dann immer gleich ins Netz gestellt werden muss, für jedermann, das ist die Frage. Und letzte Bemerkung, was auch zur Gesamtbewertung mit dazugehört. Selbstverständlich ist Steuerpolitik auch Standortpolitik. Wenn sich alle Mitgliedstaaten und assoziierten Staaten darauf verständigen, hier zu Transparenz und zur Verschärfung zu kommen, dann ist das gut. Wenn wir für uns in Deutschland nationale Verpflichtungen empfinden, an die andere sich umgekehrt nicht gebunden fühlen, dann ist das auch mit Nachteilen verbunden und das gilt es gründlich abzuwägen. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Landesregierung spricht Herr Finanzminister. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das war ja jetzt ein buntes Spektrum an Themen, die unter diese Überschrift gepackt worden sind. Wie machen wir wirklich ernst damit, Steuerumgehung und Steuerbetrug zu bekämpfen? Es scheint ein bisschen der Stimmung geschuldet zu sein, das sage ich auch an die Adresse derer, die uns hier zuhören und zusehen, dass einige, glaube ich, ein bisschen urlaubsreif sind und deswegen das ein oder andere Foto aus Griechenland schon mal zeigen. Also ich finde nur, wir sollten noch einmal deutlich machen, worum es wirklich bei dieser Frage geht. Dazu ist sie nämlich zu ernsthaft. Und es ist auch nicht so, dass Nordrhein-Westfalen als Land, immerhin ein Land, das zu den größten Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören würde, als Einheit, dass das nichts damit zu tun hat, was auf dieser internationalen Ebene passiert. Denn hier werden im Regelfall immer sehr konträre Anträge gestellt von der Opposition. Die gehen zum einen dahin, dass für alles, wo es mangelt, mehr Geld ausgegeben wird und dass auf der anderen Seite aber die Verschuldung runtergeführt wird und dass man am besten auch noch die Steuerlast senkt. Das alles wäre, ja, das können Sie ja so schön rufen und dann haben Sie auch eine Idee. Ich habe bislang dann immer nur gehört, dass wir dann zum Beispiel bei Polizisten zu wenig einstellen und all diesen Punkten, aber darüber können wir an anderer Stelle reden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Quadratur des Kreises möglich wäre, wenn diejenigen, die ihre Steuern zahlen müssen, sie auch zahlen würden. Und wenn diejenigen, die hier in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen mit der Kaufkraft der Menschen in diesem Land ihr Geld verdienen, ihre Steuern auch hier bezahlen würden. Das würde dazu beitragen, dass wir eine Menge mehr machen könnten mit all den Rahmenbedingungen, die wir einhalten wollen und einhalten werden und sogar auch ein Stück mit der Entlastung der ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und jetzt ist die Frage, passiert da genug? Wir haben da von Nordrhein-Westfalen eine Menge angestoßen. Es wäre nicht nur in Deutschland, sondern es wäre auch auf der Ebene der Europäischen Union einiges nicht passiert, wenn beispielsweise Deutschland das Abkommen mit der Schweiz unterzeichnet hätte. Und dass das nicht der Fall war, das lag an Nordrhein-Westfalen. Und jetzt zur Frage, was macht der Bundesfinanzminister? Herr Obtenrenk, Sie kennen mich ein bisschen und Sie haben einiges richtig vorhergesagt. Ja, ich sage Ihnen auch hier noch mal, Wolfgang Schäuble ist jemand, dem ich abnehme, dass er das Ausmanövrieren der Allgemeinheit durch Unternehmen, die sich mit Tricks bedienen oder erst recht derer, die gegen die Gesetze verstoßen, dass er das falsch hält und dass er das verändern will. Aber man muss genauso deutlich sehen, dass alles das, was man mit ihm zusammen auch bespricht, anschließend im Bundesfinanzministerium und auch in der ihn tragenden Fraktion im Bundestag verwässert und verzögert wird. Wir brauchen nur mal uns anzugucken, wie ist es denn mit manipulationssicheren Registrierkassen? Wir brauchen uns nur mal anzugucken, was steht denn im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene auf Seite 65, linke Spalte in der Mitte. Ich weiß es, weil ich es formuliert habe, dass wir nämlich uns angucken, was auf der europäischen Ebene durchgesetzt wird und dass wir uns dann vorbehalten, auch nationale Schritte zu unternehmen. Nationale Schritte, Herr Schulz, nicht als NRW. Das kann man nicht machen. Ich kann hier nicht eine alleinige Besteuerung von Lizenzen vornehmen. Aber dass wir auf der Bundesebene tätig werden und sagen, wir müssen das da durchsetzen und die Bundesrepublik hat Möglichkeiten, nicht nur Möglichkeiten, sie hat eigentlich gar keine andere Chance,
als auch auf der nationalen Ebene parallel zu ihren internationalen Bemühungen Regeln einzuführen. Weil wir haben gerade gestern auf der europäischen Ebene zwei Berichte in Empfang genommen. Da geht es darum, dass die LuxLeaks aufgearbeitet worden sind. Und wozu haben die geführt? Die haben gezeigt, dass Unternehmen wie etwa IKEA und andere sich überhaupt nicht verändert haben, sondern dass sie in riesiger Milliardenhöhe Gewinne machen, die sie so gut wie null versteuern unter Ausnutzung der unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen. Und dazu gibt es Gegenrezepte, denn IKEA möchte nicht seine Möbelhäuser alle auf den Jungferninseln haben. Und sie möchte auch nicht alle Möbelhäuser nur in Luxemburg haben, sondern sie brauchen sie hier, weil hier die Kaufkraft ist und weil hier die Kunden sind. Und deswegen muss es möglich sein, und es ist auch europarechtskonform möglich, dass wir in Deutschland nicht zulassen, dass die gesamten Gewinne in Form von Darlehen oder aber in Form von Lizenzzahlungen abgesaugt werden. Da können wir eine Mindestbesteuerung einführen, und dazu wird Nordrhein-Westfalen, Herr Schulz, das sage ich Ihnen zu, auch einen Vorstoß auf der Bundesebene machen. So, und deswegen finde ich, ist das in dem Antrag von SPD und Bündnis 90 Grüne richtig wiedergegeben worden. Es macht ein Stück die Zuspitzung auch, die Herr Abel angesprochen hat, darauf, was wir hier schon tun. Und deswegen kann ich nur sagen, ich fühle mich dadurch sehr unterstützt. Und wir werden auch an diesem Punkt weiterarbeiten. Und wir haben zusammen auch schon eine Menge erreicht. Allerdings eben manchmal auch gegen die politische Familie von Herrn Schäuble, die ihn da selber ein ganzes Stück ausbremst. Danke. Vielen Dank, Herr Minister. Für die SPD hat jetzt Herr Kollege Zinkeit noch mal das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beeile mich, weil ich auch Fußballfan bin. Herr Oppendrink, Sie kritisieren den Einsatz des Finanzministers für Steuergerechtigkeit, und da Ihnen die Argumente fehlen, haben Sie dann versucht, das zu diskreditieren mit einem Bild zusammen mit Herrn Tsipras und haben dann dargestellt, man sollte doch so seriös sein wie Herr Schäuble, das wäre ein besseres Beispiel. Das hier ist ein Bild von Herrn Schäuble Hand in Hand mit Herrn Varoufakis, dem berühmten Finanzminister in Griechenland. Das zeigt, wenn man ehrlich ist, es kann nicht der falsche Weg sein, mich mit den griechischen Kolleginnen und Kollegen zu unterhalten. Sonst hätten Sie ja jetzt auch Herrn Schäuble für unseriös erklärt. Ich will nur ernsthaft hier sagen, dem Landesfinanzminister hier vorzuwerfen, dass er sich dafür einsetzt, dass in Griechenland vernünftig Steuern erhöhen und bezahlt werden und dass damit den Menschen in Griechenland in ihrer schwierigen Situation geholfen werden kann, das halte ich für einen Skandal, und ich bitte Sie, das zurückzunehmen. Dankeschön, Herr Kollege Zimkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit kann ich dann auch die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 5 schließen. Wir kommen zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12.338. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also dem Inhalt des Antrages zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, die CDU. Vielen Dank. Demzufolge wird sich die FDP enthalten. Das tut sie gerade. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Fraktion der Piraten abgelehnt. Wir stimmen ab. Zweitens über den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksachennummer 12.427. Wer möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? Das sind SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Die CDU und die FDP. Vielen Dank. Und die Piraten werden sich enthalten. Das tun sie gerade. Mit diesem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Entschließungsantrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen angenommen worden. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 5 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 6 neu, vormals Tagesordnungspunkt 8.